Hallo und willkommen zum ersten offiziellen Videoblog von den Consorting Nerd Girls. Ich bin Anna-Illyria. Ich habe die Aufgabe, mit unseren regelmäßigen, hoffentlich wöchentlich erscheinenden Videoblogs anzufangen. Juli und ich haben ja vor einer Weile schon mal einen gemacht, aber da hatten wir uns das ganze Konzept noch nicht so ganz. Ich brubbele hier durch die Gegend. Egal. Willkommen, Videoblog, Consorting Nerd Girls. Yep. Jetzt soll es mich eigentlich nicht wundern, dass hier das Licht nervt. Das ist jetzt dunkel. Es lichtet. Ich bin heute etwas überbelichtet. Aber es war entweder Überbelichtung oder furchtbar gruseliges Bild, an dem man gar nichts mehr sehen kann. Irgendwie will die Sonne nicht so ganz, wie ich will. Und ich bin entweder... Ah, hier hinten geht's. Es war erstaunlich schwierig, ein Thema für den ersten Weblog zu finden. Also die Themen sind da. Ich weiß auch ungefähr, was ich dazu sagen möchte. Aber das muss alles noch ein bisschen strukturierter sein und dafür brauche ich mehr als 3 Tage. Das kommt dann aber in der Zukunft. Meine Liebeserklärung an Nifi in 40 Sprachen wurde ganz strikt abgelehnt von einer einzelnen Person. Überraschung. Ich hoffe auch, ihr guckt unseren nächsten Hangout. Wir besprechen das Buch Angélique am Hofe des Königs von Anne Gollan. Das ist dieses Buch hier. Ich halte es mal sehr nah dran an die Kamera. Es gab Themenschwierigkeiten für meinen ersten Videoblog. Für den zweiten weiß ich ganz genau, was ich machen werde. Ich werde ein Experiment durchführen. Das Experiment soll erforschen, wie lange es dauert, um aus diesem Buch in Kombination mit diesem Ding das hier herzustellen. Bei dem vorherigen Special Effekt habe ich es geschafft, mir die Aschesteinchen in meinen frischen Kaffee zu kippen. Ja, was wir hier nicht alles tun als Opfer für diesen Videoblog, wenn wir einen neuen Kaffee machen. Ja, ich hatte rumgefragt im Thread, ob Frittieren für Fortgeschrittene. Ich frittiere grundsätzlich, wenn ich die Möglichkeit habe, alles. Ich habe aber keine Fritteuse momentan, deswegen generell gibt es, glaube ich, kein Lebensmittel, was nicht durch Frittieren besser wird. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich auch Vanilleeis frittieren. Also, Wissenschaftler dieser Welt, macht euch dran, stellt mir Eis her, das ich frittieren kann. Ich werde euch immer lieben und ich werde euch mein gesamtes Geld und Wirtschaftskapital zur Verfügung stellen dafür. Lieblingskuscheltiere. Ich habe ein Lieblingskuscheltier. Ich hatte immer ein Lieblingskuscheltier. Es war ein schwarz-weißer Kater. Der wurde mir aber vor, ich glaube jetzt knapp 4,5 Jahren geklaut von Johanne. Und seitdem gehört er nicht mehr mir. Aber er wird weiterhin umsorgt und gepflegt und ich darf ihn ab und an besuchen. Und es geht ihm gut. Also er hat sich zumindest nicht beschwert. Ich wurde nach Smileys im Internet gefragt. Per se habe ich überhaupt nichts gegen Smileys, wenn es nicht inflationär gebraucht wird. Also sagen wir mal so, wenn der Text aus mehr Smileys als Buchstaben besteht. Also die Lesbarkeit leidet dann doch sehr darunter. Und wie wir gerade vorgestern im Forum hatten, beziehungsweise das heißt, wie wir hatten, wie ich es gerade vorgestern im Forum geschrieben habe, Kommunikation im Internet mit nicht zu vielen Smileys im Gebrauch natürlich, fördert die eigene Ausdrucksfähigkeit und zwingt einen dazu, besonders präzise zu schreiben. Okay, viele Leute tun das nicht, deswegen kloppt sich das halbe Internet gefühlt konstant rund um die Uhr, aber versuchen kann man es ja zumindest. Aber ohne den Ugly Smiley möchte ich eigentlich nicht mehr leben. Und ohne den Ugly Nick Smiley. Ich imitiere das jetzt mal. Gott sei Dank gibt es dafür ein Smiley. Man muss das nicht immer selber mit einem Videofile anhängen. Das wäre nicht sehr gut. Verniedlichung, zum Beispiel Würmer, Delfine, Enten bei Sexspielzeug für Frauen und welche Aussage damit möglicherweise verknüpft ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, falls es jemand recherchiert hat, falls sich jemand bemüßigt fühlt, es zu recherchieren, ich weiß nicht, ob ich dafür genug Engagement habe. Haut's raus. Schreibt mir eine E-Mail. consultingnerdgirls@googlemail.com. Dann werde ich die Antwort und die Rechercheergebnisse auch gerne in einem weiteren Weblog hier vorstellen. Ich bekam eine E-Mail, in der ich gebeten wurde, einen Fisch zu imitieren. Tja, besser kann ich das nicht. Also brav weiter Vlogs gucken, man weiß nie, was passiert. Und in der nächsten Woche übernimmt dann Lena. Tschüss.